Ja, wir wollen uns jetzt, nachdem wir uns ja intensiv mit der Situation der Landarbeiter in Südafrika und in Europa beschäftigt haben und auch schon so ein bisschen nach Ansätzen gesucht haben, wo man denn vielleicht einhaken kann als Gewerkschaft oder NGO, da etwas zu tun, uns jetzt in der Runde einmal intensiv damit beschäftigen, welchen Einfluss eigentlich die Lieferkette auf das Ganze geschehen hat. Und in dieser Runde sind jetzt dabei, jetzt muss ich ja wieder, Simone Knapp, die sitzt gleich neben mir. Sie kommt von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, kurz CASA, also genau die Truppe, die die Ausstellung dort aufgehängt hat. Und die CASA versteht sich als Informations- und Servicestelle zum südlichen Afrika und als Lobby- und Kampagnenbüro zu ausgewählten Themen sozialer, wirtschaftlicher Gerechtigkeit im Kontext von Globalisierung und Klimawandel. Neben ihr sitzt Peter Jung, er ist Agraringenieur und arbeitet beim Deutschen Raiffeisenverband. Das ist die Dachorganisation genossenschaftlich organisierter Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland. Insgesamt sind dort mehr als 8.500 Genossenschaften organisiert und darunter sind 165 Winzer- und Weingärtnergenossenschaften. Weingärtnergenossenschaften sind eigentlich das Gleiche, habe ich eben gelernt, aber aus Baden-Württemberg und die pochen da auf ihren Namen. Gleich neben ihr sitzt Colette Solomon. Sie ist Direktorin bei Women on Farm Projects. Und das ist eine NGO, die vor allem in der Landwirtschaft aktiv ist, auch in der Region Western Cape Provinz, über die wir heute Morgen auch schon einiges gehört haben. Und seit 2002 ist es eine Mitgliedsorganisation geworden. Und die Organisation ist auch ganz wesentlich an der Studie beteiligt zum Wein, die Oxfam vorgelegt hat. Von Oxfam sitzt dann gleich daneben Franziska Humpert, die sich intensiv bei Oxfam mit der ganzen Kampagne zu Supermärkten und auch der Lieferketten-Thematik beschäftigt. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Runde. Ich möchte mal bei Herrn Jung beginnen ihn fragen. Seit 2000 ist der weltweite Weinkonsum ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen auf zuletzt 240.000 Hektolitern. Das klingt ja nach einer guten Nachricht für die Produzenten. Sind die Preise denn auch entsprechend gestiegen? Mit Sicherheit ist es erfreulich, dass der weltweite Weinkonsum gestiegen ist. Dennoch haben wir weltweit gesehen in der Produktion immer noch ein Delta. Wir produzieren durchschnittlich 270 Millionen Hektoliter Wein, konsumiert werden aber nur 240. Also haben wir irgendwo ein Delta von 30 Millionen Hektoliter, was mit Sicherheit auch zu einem gewissen Preisdruck am Markt verführt. Und wenn wir jetzt aus Sicht unserer Produzenten, also der deutsche Produzent, sei es jetzt Winzer, Genossenschaft oder Kellerei sprechen, haben wir natürlich das Problem, dass wir eine starke Ausrichtung auf unseren deutschen Markt haben und nur momentan von den 9 Millionen Hektolitern, die wir in Deutschland jedes Jahr produzieren, nur 1 Million Hektoliter exportieren, sind wir natürlich auf den heimischen Markt angewiesen und man verfolgt das ja in der aktuellen politischen Diskussion. Jedes Mal in den Nachrichten kann man es ja auch verfolgen, wir haben ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. Der Weinkonsum in Deutschland ist rückläufig schon seit Jahren. Es wird für uns auch immer schwieriger, junge Menschen zum Wein zu führen. Das heißt nicht, sie zum Alkoholismus zu verführen, sondern der jungen Bevölkerung einfach die Thematik Wein näher zu bringen. Also wir haben eine ganz starke Überalterung unserer Käuferstrukturen, um es mal salopp zu sagen. Und das sind einige Herausforderungen, die wir von der deutschen Seite noch zu füllen haben, beziehungsweise anzugehen haben und wird in den nächsten Jahren spannend werden. Wenn man sich jetzt mal so den weltweiten Weinmarkt anschaut und vor allen Dingen auch auf Südafrika guckt, dann ist der durchschnittliche Exportpreis für südafrikanischen Wein bei der Ausfuhr nach Deutschland um 50% gefallen in den letzten Jahren. Da wüsste ich gerne mal von Ihnen, ist Südafrika nur da symptomatisch auch für andere? Also Märkte, also ist das bei chilenischem Wein ähnlich? Und wenn ja, wie wirkt sich das denn dann auf den Weinmarkt in Deutschland aus, wenn sozusagen
der Wein von außerhalb immer billiger wird? Also wir in Deutschland sind ein sehr lukrativer Markt für ausländische Produzenten. Wir produzieren ja selber 9 Millionen Hektoliter, in Deutschland werden aber 19 Millionen Hektoliter konsumiert. Das heißt, wir können mit unserer eigenen Produktion noch nicht einmal die Hälfte des Bedarfs decken. Dementsprechend rücken wir natürlich ins Visier der großen weinbautreibenden Nationen, egal ob es jetzt Frankreich, Italien, Spanien ist oder aber eben auch die neue Welt, wie man es so schön bei uns in den Marktstudien immer liest. Natürlich merken wir, dass dort Druck kommt, gerade im Preiseinstiegssegment. Wenn ich die eben angesprochene Überproduktion mir anschaue, ist ja auch klar, dass dann irgendwann die Vermarkter bzw. die Importeure in Zeiten von hoher Markttransparenz entsprechend auch wissen, welche Waren noch verfügbar sind und entsprechend dann auch den Preis im Einkauf drücken können. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, was denn eigentlich so die Segmente sind, also was eigentlich ein billiger Wein ist, was die mittlere Klasse ist und wo eigentlich dann schon der höhere Wein anfängt. Ja, sehr gerne. Also 70% des Weines in Deutschland wird über LEH bzw. Discount gehandelt. Und dort ist es auffällig, dass über 60% der abgesetzten Menge für unter 2 Euro die 0,75 Flasche verkauft wird. Dementsprechend fängt natürlich auch das Mittelpreissegment, also wenn wir davon sprechen, die wir in unserer Organisation eine starke Ausrichtung auf die Vermarktung über den Lebensmitteleinzelhandel haben, dann sprechen wir vom Mittelpreissegment zwischen 3 und 5 Euro. Und über 5 Euro ist dann schon über den Vertriebsweg LEH dann Premiumsegment und dort ist auch der Marktanteil bzw. das Gesamtvolumen äußerst gering. Und sind eigentlich die Weine aus Südafrika, werden die hier günstiger verkauft als die deutschen oder wie sieht das aus? Ja, die Daten, die uns vorliegen aus den Marktanalysen der Gesellschaft für Konsumforschung, widersprechen ein wenig dem bisherigen Diskussionsverlauf heute Morgen, weil dort werden die Weine aus der neuen Welt für einen deutlich höheren Durchschnittspreis gehandelt als beispielsweise die französischen, italienischen oder aber auch den deutschen Wein. Ich habe eben nochmal geguckt, die neuesten Zahlen für Weißwein, neue Weltweine 2,54 Euro Durchschnittspreis für die 0,75 Flasche, deutscher Weißwein 2,38 Euro. Ja, also die 1,99 im Discounter, über die wir heute Morgen schon gesprochen haben, sind eigentlich eher der Normalfall als die Ausnahme. Frau Solomon, jetzt werden ja fast 4/5 des südafrikanischen Weins in Container mit einem Fassungsvermögen von 24.000 Litern nach Deutschland verschifft. Also in diesen großen Tanks und gar nicht irgendwie in Weinflaschen. Warum eigentlich? Well, the most important factor is that the supply, the retailers, importers in Germany are trying to maximize profits. And the way, one of the ways to do this is to import wine in bulk so that branding, blending, bottling is happening in Germany. So this obviously maximizes the profits for German importers, German retailers, the supermarkets, etc. However, it means that somewhere along that supply chain, that value chain, that price is going to be felt. And the weakest link in the supply chain are the workers in South Africa, and more specifically, women seasonal workers. So on the one hand, when you look at a supply chain, it's also important to look at it not just as an economic chain that is about maximizing profits and so on, but it is also important to look at the social justice issues that are embedded along points in that chain, to look at it in terms of the morality, the responsibility, the human rights, etc., that are that pay the price for the fact that wines are imported increasingly in the bulk format. Jetzt haben wir uns ja sehr, sehr stark auch schon heute Morgen genau mit der Situation der Arbeiter in den Weinbetrieben beschäftigt und gelernt, wie desaströs das alles ist. Wenn man sich jetzt aber auch mal die Situation der Produzenten anguckt in Südafrika, dann haben da wegen Verlusten in den letzten Jahren ein Drittel der Weinfarmen aufgegeben und nur 15% der Weinfarmen waren 2015 überhaupt profitabel, also so, dass ich mich als Weinlaie frage, wie lange wird es denn überhaupt noch
südafrikanischen Exportwein geben unter diesen Umständen? I can really only talk about the perspective or from the perspective of farm workers. That's the group that I work with. And from the evidence that we have from farm workers and from our own experience and observation on farms, we know that farmers are not necessarily in the crisis that they profess to be. You know, during after the 2012, 2013 farm workers strike, when we tried to access the financial records of farms who were saying, we can't afford this new increase, the farmers refused to divulge those financial records to prove that they are not able to pay these prices, pay the wages. Farm workers like Maya and the thousands of other workers that we are in contact with will tell you, even if it's anecdotally, but from direct observation, that after every second or third harvest, the farmer is able to buy a new Mercedes-Benz or a 4x4. His children go to private schools and universities. When they go to universities, they get new cars. They go for skiing holidays to Europe every so often. So we find it very difficult to really believe those protestations from farmers. And also it is really at the end of the day about, I think one of the earlier speakers spoke about responsibility. So if you have a business and you are employing workers, number one, at the very least, you need to comply with the minimum legislation in South Africa. We've got problems with the fact that it's so minimal, and we can talk about the shortcomings of the legislation at a later stage. But even complying to the minimum existing legislation, even that the majority of farmers are not doing. So as Maya was explaining, there are no toilets in the vineyards. They are exposed to pesticides. They don't get protective clothes. There are illegal deductions. Their housing conditions are in appalling conditions. So really on the basis of that, we as organizations and as trade unions that work with workers can really only speak from the perspective of the discrimination and the social and economic injustices, the indignities that a woman like Maya, who is picking the grapes that are sold here in Berlin, that she has not got access to a toilet for the duration of the working day, but has to suffer the humiliation and the indignity of relieving herself in the vineyard or in the bush next to the vineyard. That somebody like Maya has to pick the grapes that are coming to Germany with her bare hands after they've just been exposed to pesticides and so on. So really from the perspective of workers, we know that conditions on farms in South Africa are deteriorating for farm workers materially, but yet we don't really see that happening with farmers. I think Mersha also explained the extent to which while the real number might be decreasing, however, what that is meaning is that there is a consolidation. Workers, including in the area where Marai works, there are farmers that own 10 to 15 farms. And we are talking not of German-sized farms, but farms that are thousands and thousands of hectares. You know, and we come back, I think, later on to the issue of land redistribution for farm workers and farm dwellers. But we need to see the conditions and the so-called pressures that farmers are under. We need to contextualize that historically, and we need to contextualize it in the current situation of gross inequality and racial discrimination that still pertains on farms in South Africa. Franziska Humbert, Sie haben sich ja mit dieser ganzen Lieferkette auch intensiv beschäftigt, jetzt beim Wein. Jetzt wissen wir, wie katastrophal die Situation vor Ort für die Arbeiter ist, aber mal die Frage, wie ist denn sozusagen die ökonomische Machtsituation entlang dieser Lieferkette von den Supermärkten hier bis unten zu dem Farmarbeiter? Wir beleuchten ja schon seit Jahren die Rolle von Supermarktketten
anhand von verschiedenen Fallstudien, nicht nur bei Wein und Weintrauben jetzt, sondern eben auch bei Ananas, bei Bananen, bei Mangos, also bei einer Vielzahl von tropischen Früchten. Und die Situation ist eigentlich immer ähnlich. Also seit Jahren ist es ja schon, dass im gesamten Einzelhandel nur 4 große Supermarktketten eben 85% des Marktes bestimmen. Und das heißt, sie sind das Nadelöhr. Also an denen kommt auch keiner vorbei, der hier auf dem deutschen Markt was absetzen will. Und das verleiht den Supermarktketten eben wiederum eine sehr große Macht, eine große Verhandlungsmacht. Und damit können sie eben auch Preise diktieren oder ihre Handelspraktiken, die sie wollen, in die Verträge diktieren. Und deswegen auch vielleicht, es mag ja sein, dass viele Weine nur für 1,99, also nicht nur aus Südafrika angeboten werden, auch aus Chile oder aus anderen Ländern. Das macht aber die Situation ja nicht besser. Also trotzdem wollen wir diese Rolle eben der Supermarktketten beleuchten und gerade hier auch beim Wein. Da haben Sie, wenn man die Menge anguckt, sind es 40% der Menge werden über Discounter verkauft und nur 20% über Supermarktketten in Anführungsstrichen, also die Vollsortimenter wie Rewe oder Edeka und der Rest eben über Fachhandel und Gastronomie und so weiter. Doch, das sind unsere Zahlen. Und beim Umsatz sind es 67% werden über Supermarktketten insgesamt umgesetzt. Also das ist eben ein Machtgewicht, was den Supermarktketten dazukommt und vielleicht auch nochmal so eine anschauliche Schilderung, was beide Aspekte aufgreift. Ich habe da mit einem Branchenkenner, der eben einen unserer großen Discounter beliefert, Aldi und Lidl, gesprochen und der hat mir eben die Situation geschildert. Also es ist tatsächlich so, dass Aldi oder Lidl kommt dann zu denen und sagt, also dieses Jahr wollen wir den Wein für 1 Euro haben oder für 99 Cent. Kannst du den liefern, ja oder nein? Sonst kriegt der Zuschlag einen anderen. Also es ist schon extrem hart und auch wenn man die Mengen anguckt, die wollen ja, also einer der großen Discounter kauft, glaube ich, jährlich 10 Millionen Liter. Und dann entweder kann man, wenn man das nicht liefern kann, also wenn man nicht den Zuschlag bekommt, ist es ja dann eine harte Situation, in der man ist. So, das ist die eine Seite und mir wurde auch berichtet von den unfairen Handelspraktiken. Die andere Seite ist aber, ich habe dann gesagt, naja, dann geht es Ihnen also sehr schlecht. Und dann hat er so gegrinst und meinte, naja, wir machen natürlich trotzdem unsere Marge. Also das ist dieser Preisdruck und diese harten Handelsbedingungen, die stimmen schon und die führen auch dazu, dass die Kleinen aussteigen müssen. Nichtsdestotrotz sind es jetzt aber keine armen Exporteure und so weiter. Ne? Also dann begünstigt eigentlich diese Struktur dann diese Konzentration zu immer größeren Farmen in Südafrika, von denen wir heute Morgen gehört haben. Also das ist das Pendant quasi dazu. Genau, mein Eindruck war, die befinden sich so ein bisschen auch in der Sackgasse. Dadurch, dass sie eben jetzt auf diese Bedingungen der großen Supermarktketten oder der Discounter vor allem eingegangen sind und sie diese wahnsinnige Menge zu diesen Preisen liefern müssen, und ist dieses System des Tankweins oder Bulkweins sich herausgebildet hat, sind sie dann eben auch bekannt für billigen Wein, für guten Wein zu billigen Preisen. Und die Situation ist natürlich eine andere, wenn man gute Markenweine hat, wo man auch was zu verhandeln hat. Also wenn man eine auf Augenhöhe mit den Discountern oder Supermarktketten verhandeln könnte und sagen, nee, aber wir liefern euch diesen Wein jetzt nicht. Guckt mal. Und dann kriegt man Rodeberg oder Niederburg oder Golden Kahn, würden die dann einfach nicht bekommen. Also das wäre dann eine andere Situation. Also dieser Balkwein und diese billigen Preise, das führt eben auch so ein bisschen ein Stück weit zu einer Sackgasse, ist mein Eindruck. Und jetzt haben wir jetzt die Supermärkte und wir haben die Farmen, aber es gibt ja auch noch die Betriebe, die den Wein dann zusammenmischen oder es gibt auch Großhändler, also es gibt ja noch mehr Akteure entlang der Lieferkette. Ist das sozusagen der einzige entscheidende Akteur an der Stelle der Supermarkt? Also für diese Situation des Bulkweins oder Tankweins gibt es tatsächlich gar nicht so viele Importeure und das kann man auch in unserer Studie sehr gut sehen. Da gibt es die Supermarktketten und dann gibt es den Importeur, der ist aber, die arbeiten total eng zusammen und sprechen sich auch ab. Also all die, wie so Somerton oder so, wie diese Marken zustande kommen, der wird übrigens doch in Südafrika abgefüllt. Also die sprechen sich ab, es gibt den Importeur und dann gibt es eben noch den Exporteur und der holt sich den Wein über Genossenschaften und Winzer. Also es ist schon so, dass die Discounter da schon direkt durchgreifen können sozusagen. Herr Jung, würden Sie die Situation genauso sehen jetzt aus Sicht der deutschen Weinbauern, dass quasi die Supermärkte da den Preisdruck immer weiter erhöht haben und es sozusagen auch schwieriger wird? Oder gibt es auch in Deutschland schon so eine Konzentration, um sich sozusagen im Markt zu halten?
Naja, der Strukturwandel in der Landwirtschaft in Deutschland ist ja allgegenwärtig, der macht auch für unseren Weinbau nicht halt. Wir haben im Weinbau noch die glückliche Situation, dass wir eine gewisse Sonderstellung haben, weil wir eine hohe Emotionalität mit unserem Produkt verbinden. Herkunft spielt eine ganz große Rolle. Der Betrieb, der Erzeugerbetrieb, also da gibt es ja viele namhafte Produzenten in Deutschland, die ja einen gewissen Markenwert haben, die sind auch nicht so leicht austauschbar. Aber generell ist es so, wenn ich jetzt unsere Strukturen im Verband anschaue, wir haben 165 Genossenschaften im Weinbereich, wie Sie es ja eingangs erwähnt haben. Davon haben noch 92 eine eigene Kellerwirtschaft. Das andere sind sogenannte trockene Genossenschaften, die an eine Zentralgenossenschaft liefern. Und wir haben natürlich das Problem, da haben wir überhaupt keinen Unterschied zu den südafrikanischen Produzenten. Wir haben, wenn wir in Deutschland Wein über den LEH oder Discount verkaufen wollen, genau 7 Telefonnummern, die wir anrufen können, um unsere Ware loszuwerden. Und dementsprechend waren wir beispielsweise auch überhaupt nicht glücklich, wie die Pleite von Kaiser Stengelmann die Runde gemacht hat und entsprechend dann die ohnehin schon sehr großen Edeka und Rewe da sich ihre Teile gesichert haben. Das war für uns auch nicht glücklich. Wir müssen uns jetzt natürlich auch irgendwie überlegen von unserer Seite, wie können wir diesen Strukturen etwas entgegensetzen. Und das geht halt letztendlich nur über Bündelung der Mengen. Wir beispielsweise haben im Badischen und im Württembergischen eine jeweils eine Zentralgenossenschaft, die eben als Mengenbündler unserer Weine gegenüber dem LEH und Discount fungiert, um entsprechend auch die Telefonnummern auf unserer Seite dann zu reduzieren, die der Handel anrufen kann. Frau Knapp, wenn Sie jetzt nach Südafrika gucken und auf die Situation auch mal dort eben der Produzenten, also der Weinfarmer, wir haben ja schon gehört, dass es vor allen Dingen eben eine geringe Menge von weißen Farmern gibt, die sehr große Betriebe haben. Aber kann man jetzt so alle Produktionsbetriebe auch in dem Wein quasi über einen Kamm scheren oder gibt es da Unterschiede? Na, natürlich gibt es Unterschiede, das ist gar keine Frage. Also wir arbeiten jetzt seit 2012, 2013 nach dem Streik zu diesem Thema, haben auch verschiedene Informationsmaterialien, Factsheets und Studien dazu herausgegeben und hatten genau diese Frage eigentlich am Anfang unserer Diskussion. Und zwar, ist denn der faire Handel eine Alternative? Das war sozusagen der Ausgangspunkt, um zu gucken, ob es denn auch Gute unter den Schlechten gibt oder ob es eine Abstufung gibt oder ob man sagen kann, naja, es ist nicht alles so schlimm, wie es aussieht. Das Problem ist allerdings, dass man auch das nicht so einfach sagen kann. Also der Markt, ich meine 36.000 Weingüter muss man erstmal alle besuchen sozusagen, um dann sagen zu können, so sieht die Situation aus. Das haben wir bisher auch noch nicht geschafft. Aber was wir halt gesehen haben, ist diese Konzentration in den Weinbauindustrie hat zur Folge, dass wir es mit globalen Strukturen zu tun haben. Also wir arbeiten unter anderem auch im Minensektor und zu BASF und Daimler, Chrysler und name it. Und diese Strukturen mit internationalen Tochtergesellschaften, mit Konten auf den Balearen, mit Mispricing innerhalb dieser Konzerne, genauso arbeiten diese großen Betriebe in Südafrika auch. Und ganz interessant war eben so, im Zuge dieses Streiks, sowohl 12, 13 als auch eben jetzt 16 in der Robertson-Gegend, dass es einfach nicht möglich war, so wie Colette es schon gesagt hat, herauszubekommen, wie denn die Preisstruktur in diesen Unternehmen aussieht. Also wer bekommt welches Gehalt bei den Managern? Wenn man 3 Tochtergesellschaften oder 25 Farmen hat und man feststellt, aha, jeder zweite hat mindestens 3 Gehälter, dann sieht die Situation schon noch mal ein bisschen anders aus. Also wir haben jetzt nicht die armen Farmer getroffen, die am Existenzminimum knabbern und deshalb ihren Farmarbeitern nichts bezahlen. Also die sind uns noch nicht untergekommen. Das Gleiche gilt eben auch für eine Haltungsgeschichte. Also wir haben im Fairhandelsbereich verschiedene Farmen besucht. Da sind wir gerade dabei, eben auch unsere Studie fertigzustellen. Die wird in den nächsten Tagen dann auch online sein, um zu gucken, ob die Situation da anders ist. Und können Sie da schon mal so eine Einschätzung geben? Also, ist die anders? Ich würde mal sagen, slightly. Also so nach dem Motto, es ist, was zum Beispiel dieser extreme Rassismus, diese absolut durchgreifende Apartheidstruktur, die ist
dort abgemildert. Nicht weg, aber abgemildert und anders. Aber diese paternalistische Abhängigkeitsstruktur, die ist eben aus der systemischen Situation heraus genau dieselbe. Aber es ist durchaus ein Unterschied zu sehen. Der ist aber nicht so, dass die Arbeiter, Arbeiterinnen vor Ort einen Lohn bekommen würden, der jetzt ein menschenwürdiger wäre. Sie bekommen, wenn es hochkommt, eben den Mindestlohn. Also es werden diese Standards schon eher eingehalten. Nur was ist daran fair, wenn sozusagen nur die gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden? Also wenn das schon als fair gilt, so wie Colette gesagt hat, wo befinden wir uns dann eigentlich? Und mich hat es immer... Können Sie mal kurz den Unterschied... Also es ist klar, gesetzlicher Mindestlohn und dann existenzsichernder Mindestlohn. Aber über was für einen Unterschied reden wir da, wenn wir bei einem Farmarbeiter sind? Also der gesetzliche Mindestlohn in Südafrika für die Farmarbeiter, Farmarbeiterinnen liegt derzeit bei 3.500, glaube ich, so um den Dreh. Und unsere Partner, die in diesem Bereich von Living Wage arbeiten, die sagen, eine fünfköpfige Familie, und das ist eine kleine Familie in Südafrika, braucht mindestens 8.000 Rand. Also daran sieht man, das müsste doppelt so viel sein. Auch die Gewerkschaftsinstitute sagen, unter 6.000, 7.000 Euro Rand pro Monat geht es einfach gar nicht. Und wir hatten gerade kurz nach dem Streik 2012 ist in Südafrika von der ILO eine Studie rausgekommen, die wir auch kommentiert haben, wo sozusagen auf der einen Seite gesagt wird, also der Lohn reicht hinten und vorne nicht für die Arbeiter, aber die Farmer können nicht mehr bezahlen. Und da muss ich dann ähnlich wie Colette sagen, ja sorry, dann haben sie den falschen Beruf gewählt. Also ich kann hier auch nicht als Argument in der gesetzlichen Debatte anführen, ja, es gibt leider nicht mehr, ich kann nicht mehr bezahlen als Unternehmer, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Laden aufmache und dann sage, naja, sorry, aber den Mindestlohn kann ich leider nicht bezahlen. Das geht einfach nicht. Aber wäre es dann sinnvoller, der macht die Farm zu? Naja, da sind wir wieder bei der Landreform. Also die ganze Debatte um die Farmarbeiter geht einfach viel, viel tiefer, geht zurück in die Landfrage Südafrikas. Wir haben 1913 in Südafrika einen sogenannten Land Act, wo die schwarze Mehrheitsbevölkerung komplett enteignet wurde. Und die weiße Bevölkerung oder auch dann später zugezogene, sowohl Deutsche als auch eben die Buren, die Afrikaner mit 2a, das Land zugesprochen bekamen. Das ist das, was dann dazu geführt hat, dass 87% des Landes, das tatsächlich landwirtschaftlich genutzt wird, heute in weißer Hand ist und immer noch in weißer Hand ist. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das denn? Wer hat denn eigentlich ein Recht auf das Land? Und ganz krass sieht es dann aus, wenn man tatsächlich auf die Farmen geht und dann erfährt, dass die Vorvorfahren der jetzigen Farmarbeiter früher mal dieses Land bearbeitet haben, als ihren Besitz sozusagen. Nicht Eigentum, aber Gemeinschaftsbesitz. Und dann fängt jetzt ein Farmer im 21. Jahrhundert an, sie von ihrem angestammten Sitz sozusagen zu vertreiben und zu sagen, du hast kein Recht mehr hier zu leben, dann wird die ganze Problematik eigentlich klar. Das heißt, in der ganzen Debatte ging es einerseits um, also auch in diesem Streik, ging es einerseits um Lohnerhöhung, ging aber immer auch um Zugang zu Land. Farmarbeiter haben mir immer wieder gesagt, wenn die uns anständig behandeln würden, also wenn sie uns wie Menschen behandeln würden und nicht schlechter als ihre Hunde, wenn sie uns ein bisschen Land geben würden, wo wir selber etwas anbauen können, dann wäre ja schon was geholfen. Wir glauben ja, dass sie Probleme haben. Aber so wie das jetzt aussieht, können wir einfach nicht weiterleben. Das gibt so den Slogan in Südafrika, genug ist genug. Genug ist genug. Das ist wirklich die Essenz. Frau Solomon, jetzt mal die Frage, gibt es denn eigentlich in Südafrika Betriebe, jetzt wo Land übereignet worden sind, wo jetzt die jetzt eben auch Schwarzen und Gruppen von Schwarzen gehören, die tatsächlich also ökonomisch in diesem Weltmarkt mitspielen könnten oder mitspielen? Gibt es das? So, it's important to look at the issue of so-called black economic empowerment in the context or as part of the debate about transformation.
So black economic empowerment in the context of commercial farming has meant that land or commercial farms have simply changed hands from white capitalist farmers to black capitalist farmers. So really just changing the complexion of the farm owner does not necessarily translate into better human rights for workers on farms. As my comrades on the earlier panel said, what is at the root of the discussion needs to be the issue of transformation, agrarian transformation. We have to see the farmlands, the winelands being transformed. And central to that is the issue of land redistribution, land reform. Simply passing a farm to a black owner is not going to bring about the transformation that we are envisioning. And that's why it's also important in this debate to move away from a discussion that focuses simply on compliance, and that very often means compliance to minimums, you know. So our laws in South Africa, yes, they are more progressive. There were no laws that protected farm workers during the apartheid years, the colonial years, etc. So some laws were introduced post 1994. But it's important to also interrogate those laws. Those laws give minimal standards and conditions to workers, and they do not address the issue of deep rural transformation, looking at the interrogation of power relations on farms, racial dynamics on farms, ownership of farms. Most farms are still owned by white men. So we really need to look at, when we're discussing these issues, we need to contextualize it in a broader debate and narrative about transformation, agrarian transformation, and also the issue of land being in the hands of black workers and black farm dwellers. And this is what has been frustratingly slow and flawed to date. Wenn man das denn nun schaffen würde, aber kann eine solche Form der Landwirtschaft in diesem auf Export getrimmten Weltmarkt bei Landwirtschaftsgütern überhaupt funktionieren? Oder auch, Herr Jung, können so kleine landwirtschaftliche Betriebe oder genossenschaftlich gleichberechtigt organisierte landwirtschaftliche Betriebe überhaupt in diesem Wirtschaftsmodell mitspielen, was immer stärker eben auf diese Massenexporte ausgerichtet sind? Oder müsste sich dann eigentlich auch dieses Wirtschaftsmodell erstmal ändern, damit überhaupt wieder Platz entsteht für sozusagen kleine und mittelgroße bäuerliche Strukturen? Das ist ja sozusagen unsere Wunschvorstellung. Also wir setzen uns ja auch auf deutscher Ebene zum Beispiel für ein besseres Wettbewerbsrecht ein oder ein besseres Kartellrecht, um es genau zu sagen. Also wir kritisieren ja eben diese Marktaufteilung, dass nur vier große Supermarktketten den ganzen Markt bestimmen können. Das findet man ja auch in der Nahrungsmittelindustrie oder in anderen Bereichen. Also die, da liegt ja auch unter Konzernatlas übrigens von Oxfam. Also da sieht man das sehr schön, wie konzentriert eigentlich die Agrarindustrie und der Einzelhandel ist. Und dagegen wollen wir ja auch, und der fordert ja dann eben solche Riesenbetriebe. Und dagegen wollen wir eben vorgehen. Da setzen wir uns ja dafür ein, auch jetzt, oder auch mit Bayer Monsanto, meine Kollegin ist da, Marita Wegerthaler, arbeitet dazu, dass man eben sagt, wir brauchen ein Kartellrecht, das eben bei der Fusionskontrolle schon vorher ansetzt, dass eben nicht mehr so eine Riesenkonzerne entstehen können, die Lieferkette so besetzt. Und dann die andere Frage ist ja, genau, also wir wollen einerseits, dass auch kleine Betriebe den Marktzugang haben können und sollen. Andererseits ist natürlich auch eine Frage, man muss natürlich auch den Binnenmarkt stärken. Und genau, das ist eben eine nationale Frage dann, das finden wir auch. Es kann nicht sein, dass alles nur für den Export produziert wird. Und zum Beispiel fällt mir da ein Kaffee, dazu habe ich früher gearbeitet. Brasilien hat das, glaube ich, meines Erachtens ganz gut geschafft, dass man bei Kaffee eben, die waren auch sehr nur exportorientiert und haben meines Erachtens es auch geschafft, dass eben die nationale Bevölkerung auch mehr Kaffee trinkt und dann so ein Kaffee, also vielleicht wissen das andere auch besser hier, aber da haben die das meines Erachtens geschafft, so einen Binnenmarkt zu schaffen. Also kurz gesagt, man muss eben an verschiedenen Stellen ansetzen, ja.
Würden Sie das auch so sehen, Herr Jung? Wenn man jetzt den Spezialfall Wein betrachtet, wir haben keine andere Sparte in der landwirtschaftlichen Urproduktion, die so starke Chancen für kleinere und mittlere Unternehmen bietet, dass kann eigentlich jedes kleinere und mittlere Unternehmen schaffen, auch im Exportmarkt aktiv zu sein, erfolgreich zu sein. Entweder ich setze auf eine Mengenproduktion zu einem akzeptablen oder für einen günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis oder ich gehe über eine Wertschöpfungsstrategie, über qualitätssteigende Maßnahmen im Weinberg bis hin zu önologischen Verfahren, dass ich hin zur Spitzenweinproduktion kommen und dann habe ich auch als kleines Unternehmen eine Chance, erfolgreich nach Deutschland zu exportieren. Wir waren mit unserer Delegation, mit den Gewerkschaftern und mit Möscher bei einem Weingut in Mainz. Und das Spannende war zu sehen, nochmal, also ich habe lange in Mainz gewohnt, das war mir dann auch wieder klar, dass das ja eine kulturelle Geschichte ist. Also Mainz und Wein ist irgendwie eins, man kann das gar nicht mehr trennen. Und dann war da Federweiser und na, so diese ganze, jetzt der Herbst kommt und die Weinfeste fangen an. Und dann haben wir eben gefragt, ja, kennt ihr Federweiser? Und dann war klar, diese ganze Weinindustrie ist ja gar nichts kulturell wirklich in Südafrika immanentes Gut, ja. Das ist ja noch gar nicht sehr alt und es ist eine ganz bestimmte Schicht, die Wein trinkt in Südafrika. Ne? Also Wein für die Arbeitenden auf den Weinfarmen bedeutete immer gleichzeitig Alkoholabhängigkeit. Ne? Es hat nichts damit zu tun, dass man ein schönes Gläschen Wein am Abend mit Freunden oder so genießt. Ja? Das ist eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Kultur. Deshalb ist manchmal nicht unbedingt die Frage, ob die kleinen Weinbaubetriebe vielleicht tatsächlich überleben können, sondern die Frage für Südafrika ist eine ganz andere. Es ist Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität. Wie kann sichergestellt werden, dass die Arbeitenden auf den Farmen nicht hungern? Also die Kosavo hat eine Suppenküche eingerichtet für Farmarbeiter. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben nicht genug zu essen und produzieren unseren Wein, sei es jetzt dieser hochprozentige oder der Balkwein. Also die Situation ist eine ganz andere. Das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Die Frage in die Runde, bevor Sie dann Fragen stellen können. Wer hat denn sozusagen die Macht, diese Lieferkette humaner zu gestalten oder ökonomisch gerechter, wie auch immer man das ausdrückt? Es ist ganz klar, es gibt nur eine ehrliche Abstimmung über das Konsumentenverhalten, das ist eine Kasse im Supermarkt und im Discount. Also wenn der Verbraucher bewusster einkaufen würde, die Discounter und der LEH nimmt auch nur das ins Sortiment, was der Verbraucher will. Und wenn man umfragt, es gibt dieses tolle das Beispiel ist, ja, von der Umfrage vom Supermarkt, welche Eier kaufen Sie? 80% haben gesagt, sie kaufen Bio-Eier, an der Ladenkasse waren es dann doch 80% Eier aus der Kleinvolierenhaltung. Im Prinzip, wenn der Verbraucher anfängt, bewusster einzukaufen, entsprechend auch jetzt im südafrikanischen Beispiel auf wirklich vertrauenswürdige Labels zu achten, entsprechend auch höherpreisig einzukaufen, ist das, denke ich mal, ein guter Anfang, dort eine Verbesserung zu erreichen. Sehen Sie das alle so? I think from the perspective of farm workers again, a big, I think it is such a big struggle that needs to be fought. So it needs to be fought on different fronts. So yes, the consumers are an aspect, one might argue, but there is a lot of bargaining and market share that the big importers and the supermarkets and the discounters have. Farm workers in South Africa often tell us that the importers to Europe will specify how a peach or how a plum must look, the size, the color, the shape, and they have to produce to that standard set by the international importer. And our position is, so too can the international importer also specify what conditions and on farms should be.
the fact that human rights must be observed on farms, that workers must be paid a living wage on farms. When the comrades in Robertson went on strike last year, they said a minimum, a living wage for us would be 8,500 rand, and we have supported that. Studies have shown in South Africa that to live, you need at least 3,000 rand and more, depending on the family size. So it is a great deal of responsibility is for us placed on the European and the German importer, the retailer, the supermarket, who can actually exert a lot of influence, a lot of power on the suppliers in South Africa. But then I also think it is important, like I'm saying, it is a multi-pronged attack that this big beast of exploitative capitalism needs to be fought with. And so a very big part of that fight is also the solidarity between trade unions and organizations in the global south with those in, for example, in Germany. It's imperative that German trade unions take the hands of the comrades in the global south and see what are the commonalities. We heard from the previous panel just what the commonalities are regarding migrant workers coming to Germany, that there are these very strong similarities in the way exploitation happens, etc. So it really is imperative too that the old and international solidarity that exists should really be reawakened and strengthened between organizations and social movements in the global south and trade unions, as well as those in Germany. Wenn man sich mal die, also eine Zahl, die eigentlich sehr gut demonstriert, wo die Macht in diesen Lieferketten sitzt, also wenn man sich die 30.000 weltgrößten Konzerne anschaut, dann haben die zwischen 1989 und dem Jahr 2015 zusammen ihren Umsatz verdoppelt und ihren Gewinn verfünffacht. Und das liegt natürlich zu ganz wesentlichen Teilen daran, dass man sozusagen bei der Beschaffung spart, egal wo. So, da frage ich mich dann, wenn ich diese Gesamtentwicklung sehe, ist das der Verbraucher, der da irgendwie die Entwicklung drehen kann, oder muss da nicht ganz was anderes geschehen? Ich halte das auch für ein Märchen, dass es einen mündigen Verbraucher gibt. Erstens setzen ja die Supermärkte mit ihrer Macht uns an Produkten vor, was sie wollen. Sie bestimmen ja auch, welche Produkte, wo es Aktionen gibt, wo die Produkte platziert werden. Es ist ja so, dass sogar die Lieferanten dafür zahlen müssen, in Regalen erstmal gelistet zu sein, und dann auch für solche Promotionen und Werbeaktionen müssen sie ja auch zuzahlen. Und wenn man das dann nicht zahlt, dann werden die Produkte eben bestimmt nicht ausgestellt. Also das zeigt eben so ein bisschen, wie das ist ja schon die Supermarktketten sind, die Produkte platzieren. Und zweitens herrscht ja auch keine Transparenz. Also wenn es jetzt über die Produkte laufen soll, dann müsste der Verbraucher ja erstmal wissen, was in den Produkten drin ist und wie sie hergestellt worden sind. Das gibt es ja, also man hat vielleicht eine Idee, es gibt Fairtrade-Produkte oder es gibt andere gesiegelte Produkte, wobei wir ja auch aufgedeckt haben, dass meistens gar nicht in dem Siegel wie bei Rainforest Alliance drinsteckt, was draufsteht. Also dieser grüne Frosch ist ja keineswegs nachhaltig. Und der dritte Punkt ist auch, dass es auch fragwürdig ist. Will man denn irgendwie die Menschenrechte im Einkaufskorb durchsetzen? Also das ist halt fraglich. Ja.